Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier im Niemandsland. Und ja, wir haben inzwischen Dezember. Hatte ich ja letzte Mal schon so mutig drauf vorgearbeitet. Und ich kann euch sagen, Leute, ich habe echt die Schnauze voll von diesem ewigen Gereite. Ich möchte mich tatsächlich demnächst mal auch mal ein paar Tage weiterschalten können, ohne mich zu Tode zu reiten. Das heißt also, ich werde jetzt wohl, auch wenn die noch gar nicht so weit fertig sind, werde ich wohl, denke mal, 3 oder 4 von den Sourcen verticken. Weil ich, also ich, nee. Ne? Echt, also, aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, welches behalte ich? Also eins werde ich behalten. Den Rappen könnte ich ja behalten und mir dann immer vorstellen, das wären Friese, weil Friese sind ja wohl mit Abstand die schönsten Pferde, ne? Da sind wir uns doch wohl einig, oder? Bitte in den Kommentaren, sollte einer dagegen sein, fliegt sofort raus, wird sofort gesperrt. Also gibt nichts Schöneres als Friesen mit der langen Mähne und so, das ist schon fantastisch. Ja, will ich denn den Rappen behalten? Ich meine, so ein Fuchs ist ja auch was Schönes eigentlich, ne? Aber der ist auch was rot, ne? Du liebe Güte. Oder den Schecken? Ein Schimmel nicht. Weil der sieht aus, als schimmelt der. Der sieht aus wie so ein Kammenbär, hör mal. Der hat auch Schimmel. Und der, ja. Tja. Ich glaube, ich behalte den Rappen. Ja, werde ich wohl. Jetzt hat Mufasa, hat ja auch noch einen schönen Namen. Hä? Ne, ist sauber noch. Lauf nicht weg. Ja. Dann mal gucken. Okay. Kann ich das hier eigentlich machen? Wie geht denn das mit der Vertickerei her? Hä? Hä? Ja, das sollte. Ne, hier kann ich kaufen, ne? Müsste aber auch mit dem Verkauf hier gehen. Also, meine ich, 1933. So, und jetzt kann ich das doppelklicken. Preise 1933, Gebühr. Eine Transport 300. Das wären bei 4 Pferden 1200 Tacken. Und was kostet so ein Pferde, wenn ich den miete, so ein Pferdewagen? Wird sich das lohnen? Guck ich mal. Anhänger, hier sind wir schon richtig. Für die Tierchen. Tierhaltung. Das sind sie nicht. Hier, Tiertransport, genau, so ein Pferdekarren. 16.000 und Mieten kostet... Ja, das ist ja nicht so teuer. 800. Ja, das... Könnte man machen, ne? Da würde ich ein bisschen sparen, aber auch nicht so viel. Dafür müsste ich hin und her gurken und so. Tja. Ach so, wie ist das mit dem Wasser? Habe ich hier noch genug? 800 Liter? Joa. Ja. Was wollten wir denn sonst noch machen? Ach so, ich wollte Rasenmähen anfangen. Das habe ich gedacht, ich soll ein bisschen Heu machen, ne? Das steht auf der Agenda. Genau, hier werde ich das ein bisschen abmähen und da drüben mal gucken. Habe ich mir so gedacht. Ansonsten hatten wir doch eigentlich nichts vor heute, ne? Ich weiß das. Ja, gut. Hier, ne? Naja, also ich hatte mir ausgeguckt Jennen, aber Reifenvariante lassen wir, Frontlader bauen, dann nehmen wir den Kicke und Motorausführung the best you can. Da sind wir 47.500 drauf. Dann haben wir allerdings 246 PS. 50 km/h fährt der. Gibt auch welche 60 können, ne? So. 211.000, das ist so geblieben. Also das ist so, ich würde mal sagen, so ziemlich mein Favorit. Jetzt habe ich aber ganze 100.000 Euro mehr. Das heißt, bevor ich mich jetzt entschließe und sage, kaufe ich, ja, gucke ich erst noch mal ein bisschen rum.
Was haben wir denn noch so? Also ich bin eigentlich bei Fendt immer ganz zufrieden gewesen. John Deere, die hören sich immer so klapprig an, ich weiß nicht. Apropos, ich sehe gerade Zetor, da gibt es doch den ganz kleinen, ne? Hier, das ist ein Schmuckstück, das ist ein Spielzeug, der ist richtig, richtig niedlich. Ach so, was ganz wichtig ist, ich muss jetzt Folgendes wissen, das ist meine, ne? Das ist der, jetzt muss ich eben gucken. Der hat ein manuelles Getriebe. Und mit manuellem Getriebe kann ich nicht schalten, sondern mit dem manuellen Getriebe muss ich mit der Leertaste immer vorwärts und rückwärts umschalten. Das ist mit der Lenkradeinstellung hier so ein bisschen tricky. Das kann man mit Gewalt wohl auch hinkriegen, aber so viel Aufwand wollte ich da nicht betreiben. Okay, das heißt also, ich müsste mir einen Automatiktrecker kaufen. Jetzt gucke ich mal eben, ob hier mein Favorit auch Automatik ist. Da steht stufenlos. Was heißt denn das jetzt wieder? Ist das jetzt Automatik? So, so, stufenlos. Ich denke schon, ne? Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Massey Ferguson hier, Zetor. Moment, da gibt es doch auch noch hier Valtra, die sind auch nicht schlecht, ne? Klaas. Also früher waren das weniger. Deutz. Ja. Aber jetzt wird das schon langsam abartig teuer, ne? Habe ich noch nie gehabt, so ein Deutz. Ich könnte immer mal ganz was anders versuchen, ne? Was ist denn hier? Boah, was hat der denn? 247. Wenn ich jetzt Frontlader baue, kicke, Reifen, Reifen. Ach, da gibt es gar nicht verschiedene stärkere. Der hat jetzt dasselbe an PS. Auch stufenlos hier. Fährt aber 60, ne? Da sind wir ja auch so ein bisschen scharf drauf. Ich kann da jetzt aber auch nicht. Kann ich so richtig reingucken. Mich interessiert natürlich auch, wie sieht das da so innen aus? Das soll natürlich gemütlich sein da drin. Und soll mir gefallen. Das muss schick sein. Ne? Ja, das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Was haben wir denn noch so Schönes? Ja, hier hinten wird das langsam abartig teuer. John Deere nicht. Hier, ich hatte, Valtra war aber auch eigentlich so eine Sache. Der jetzt, der ist mir zu kantig hier. 190 PS hat der. Dann kann man die Farben noch ein bisschen verändern. Ja, hier, Manu-Farbe. Das brennt mir in den Augen, ne? Boah, tut das weh. Ich meine, die Farbe ist toll. Ich liebe die Farbe, aber doch nicht für einen Trecker. Für einen Teddy wäre die gut. Oder für einen Einhorn. Ja, ein Trecker, der kann so aus. Nee. Der kann so aussehen. Ja, das ist für einen Trecker in Ordnung. Nee, oder ein Trecker darf auch hier so eine Farbe haben. Nee, so nicht. Hier, so. Trecker, ja. Ne? Der fährt nur 40. Hat lächerliche. Nee, also so einen Scheiß machen wir nicht hier. Hast du nichts Schönes, Valtra? Was ist das denn? Landini kenne ich überhaupt nicht. Hab noch nie von gehört. Landini. Ja, so vom Design her. Ja. Ja, Quicke. Oh! Dann ist mein Kontostand. Ich dachte, das wäre der Preis. 150 ist ja geschenkt. Motorausführung. 225 PS. Ja, da hätte ich schon ganz gern ein bisschen mehr. Weil viele sind so bei. Ich hätte ja ganz gerne für mein Geld eingehabt, ohne dass ich jetzt mein ganzes Geld ausgebe. Was weiß ich, anstatt 211.000 vielleicht zu so 240.000, 250.000. Hab dann aber vielleicht einen, der über 300 PS reicht. Oder so. Und noch schick ist. Ja, dann wäre ich doch da. Ich denke mal, vermutlich werde ich doch bei dem landen, den ich mir da ausgeguckt habe. Aber bevor ich mich entschließe, möchte ich doch erst noch so ein bisschen rumgucken. Na komm, heute lassen wir die Arbeit mal Arbeit sein. Und dann gucken wir uns das so ein bisschen an hier. Design EU. Ach, da gibt es jetzt verschiedene Designs. US, EU. Motorausführung. 295. Kostet's. Ja.
Ja, 300. Er kann ja nicht 305 PS haben, das ist auch stufenlos, aber wir haben, fährt auch 50. Naja. Der ist auch schon durchaus, ist der auch gar nicht schlecht. Merke ich mir mal hinter. Also der Klaas, da kriege ich für 230.000 einen mit 295 PS. Das ist schon mal ein bisschen mehr, ne? Ich kann jetzt auch ganz aus Spaß, also nur mal so für Spaß, ne? Kann ich auch mal hier gucken. Hier haben wir auch den Fendt, das sind jetzt die richtig fetten Apparate, ne? Die kosten da wahrscheinlich auch. Ja, da sind wir dann schon hier, wenn ich jetzt sage. Moment mal. Hat der denn keinen Motorausführung? Stufenlos, Tank. Der fährt 60. Aber der hat keinen Frontanbau, ne? Da kann ich keine Gabel oder eine Schaufel dran tun. Ja, das ist aber wichtig, das brauche ich aber. Reifenvariante, Reifenhersteller, Motorausführung. Das wäre dann 415 PS, Leute. Aber kostet, da müssten wir erst noch was verticken, ne? Da kommen wir noch nicht dran. Das ist natürlich schon, boah. Das wäre natürlich, boah. Wenn der jetzt noch so einen Frontladeranbau hätte, würde ich vielleicht sagen, Leute, lass uns noch ein bisschen sparen. Oder ich gehe die Möbel verkaufen oder so. Und dann kaufe ich mir hier so eine fette. Boah. Ich gehe mal eben gucken. Was will ich denn überhaupt machen? Ja, Leute, nach fast 70 Folgen für so ein Ding gespart, dann kaufe ich den nicht mal ebenso wie ein paar Schachtel Zigaretten am Kiosk. Das müsst ihr verstehen. Ihr könnt ja weiter scrollen. Das gucke ich mir an. Wenn ich mir jetzt später sage, okay, der soll jetzt zum Beispiel einen Pflug ziehen hier, ne? Da hatte ich auch schon letztes Mal gesagt, hier diese super Dinger von Flüge, hier sowas hier, die sind dermaßen scheiße unhandlich. Mag ich nicht, auch den nicht. Aber der hier. Das, wie was hat der denn hier? Also den habe ich. Der hat 1,20 Meter, nicht 1,50, 1,20. Der hat 2,50 Meter und der immerhin schon 3,50 Meter. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ja, der braucht aber schon 220 PS. Und meiner, den ich zuerst eigentlich ausgeguckt hatte für 211.000, der liegt bei 200, war doch so, ne? 245 PS. Also da kann ich den mitziehen. Den nicht, da brauchen wir schon 300 PS für. Ja? Das heißt also, den Klaas, den ich mir gerade da ausgeguckt habe, oder nee, den schweren, der hat aber keinen Frontladeranbau und das brauche ich echt. Warum hat der das denn nicht? Ja? Obwohl, ich kann also mit dem, den ich mir ausgeguckt hatte, mit meinem Fendt, dem mittelschweren, kann ich hier den Pflug bequem ziehen. Naja, bequem. 220 PS braucht der, 240 oder was habe ich ja dann. Das wird schon gehen. Ja, also ich möchte jetzt nicht auf 2 Meter, wenn schon dann 3,50 Meter. Das ist schon ganz ordentlich. So, was haben wir denn noch? Was machen wir denn noch damit? Also dann den hier. Ah, da brauchen wir nicht viel. Haben wir ja auch vorher auch problemlos gezogen. 100 PS reichen da. Ja, den will ich ja auch kaufen. Ansonsten, man, die Walzen. Ja, die Walzen. Die konnte ich auch, glaube ich, gar nicht verwenden, ne? Oder wie war das? Lass mich doch mal eben gucken, wo sind die denn? Hier, wir brauchen noch so eine Frontladerwerkzeug hier. Das müssen wir auch noch haben hier. Universalschaufel, wie viel hat die denn? 1000 Liter? Die hat 2300, ne? Das muss aber nicht unbedingt sein. Ich glaube, hier die 1000-Liter-Schaufel, die würde ich erstmal bringen. Die werde ich irgendwann kaufen. Die kostet 1,6. Das ist bald soweit. Wir haben ja da schon den Aufsatz. Ja. Aber das ist jetzt nicht Thema, sondern wo sind diese blöden Walzen? Weil ich muss ja auch irgendwann mal walzen. Walz, Walz, Walz. Oh, ich suche mich immer kaputt, ne? Schneidwerke. Jetzt sehe ich hier Rübentechnik und sowas will ich ja auch irgendwann, ne? Ach ja, da kann ich mal gucken. Das ist doch so eine Rübenmaschine. 100.000, 24.000. Jetzt muss ich mal gucken. 185 PS, 85. Da kann ich das schon machen mit. Könnte ich sogar mit meinem. Ne, der hat 130, ne? Oder was hat der? Lass mal eben gucken. Das hat der. 135, ja. Na, und wenn ich jetzt hier bei der Rübentechnik gucke. Ah!
Der braucht schon, steht jetzt hier nicht, 185. Aber mit dem neuen könnte ich das machen. Dazu brauche ich auch nicht den fetten Walter. Das würde mit dem auch gehen. Was wäre denn noch? Dann Kartoffeln. Wenn ich jetzt Kartoffeln... Hier, Kartoffeltechnik, da gibt es doch auch so eine Lösung, ne? 200 PS schon. Jetzt weiß ich nur nicht genau. Das ist für vorne dran. Steht immer so ein Krautschläger. Genau, was ist das? Sämaschine. Ach ja, müssen wir auch noch säen. Ja. Was kostet so ein Ding eigentlich zu mieten? Heiliges Blechle. Über 10.000. Ja, das ist das Problem. Das hätte ich gerne mal mit Rüben oder was gemacht oder so. Aber das schmerzt noch. Da kann man mal sehen, wenn man so ein Spiel spielt, ohne diese Aufträge, diese Lohnaufträge, was sich das in die Länge ziehen kann. Das ist irre. Aber das ist auch gerade irgendwo so der besondere Reiz jetzt bei meinem Spiel hier, wie ich finde. Mulcher, ja, das ist jetzt alles nicht so mein Thema. Mulcher vorläufig nicht. Schneidwerk, ja. Kommt, ach so, ja. Und dann habe ich doch das Ding zu Hause stehen, gemietet, ne? Und kaufen würde ich aber wenigstens den hier wollen, vielleicht sogar den. Was sagt der denn? 130 PS, der kann die alle noch, ne? Ja, den hier würde ich kaufen wollen für 70.000. Der kann nämlich 26 Kubikmeter verdrücken. Was macht der? Ja, 16, ne? Das sind mal 10.000 mehr. Das ist schon einiges. Also das ist schon ein ordentlicher Sammelwagen, den man behalten könnte. Der ist auch nicht schlecht. Ja. Ich denke mal, das würde hier landen. Ja, Mähwerkzeuge habe ich ja schon. Maispflücker. Das müsste ich auch an meinem Kleinen machen, aber das würde ich gar nicht kaufen, weil ich kaufe ja sowieso, irgendwann kaufe ich ja auch einen neuen Mähdrescher. Das Ding haben wir. Ah, da gibt es ja richtig fette Dinger hier hinten, ne? Der ist ja nicht so teuer. Der ist ein bisschen besser als der, den ich habe, aber gering. Boah, die Preise. Ich denke mal, mit dem muss ich erstmal noch klarkommen, bis ich mir einen leisten kann, der so aus dieser Größenordnung hier kommt. Was hat der denn? 600 PS. Pff, ist schon ordentlich, ne? Da geht auch eine Menge rein. Ja, der. Kosten beide dasselbe, ne? Ist nur verschiedener Hersteller. Sehen sie aber echt ähnlich. Mit den Lampen hier. Es sieht total gleich aus. Hat man ja auch, ne? Gibt ja von den, der, von VW, der ab, das Auto. Und dann gibt es ein quasi baugleiches Ding vom Seat. Die sind genau gleich. Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist, ich habe ja beide gefahren, ich habe da Pizza mit ausgefahren, war, dass der Seat, da fehlte, und das vermisste ich wirklich sehr, ich bin ja so klein, ne, ich bin ja nicht besonders groß, ich konnte den Sitz nicht hochpumpen. Also bei dem Original VW ab, da konnte ich mit so einem Hebel den Sitz nach oben pumpen, dass ich nicht durch das Lenkrad gucken musste, sondern drüber gucken konnte. Und das war bei dem Seat nicht möglich. Aber sonst war da eigentlich kein Unterschied. Naja. Ja, hier brauchen wir eigentlich nicht gucken. Ja, das ist so, das, was ich eigentlich ausgeguckt habe, eben die kleinere Version, ne? Was kann der denn maximalstens hier? Ja, 142, das ist kompakt, das ist... Also da sind wir doch wohl raus aus dem Alter, ne? Wie gesagt, den werde ich mir irgendwann kaufen hier. Aber nur so für Spaß, weil das Ding einfach Spaß macht. Das Ding ist lustig. Hier. Das ist einfach nur genial. Also den kann ich euch empfehlen. Probiert den mal aus, wer das noch nicht gemacht hat. Super. Ja, ich denke mal, tatsächlich werden wir dann hier landen, ne? Was gibt's denn hier? Reifenvariante? Aha. Hä? Ah, mit Radgewichte. Ich versuche da jetzt mal, der hat die Gewichte hier drin, aber sonst ist das jetzt nicht... Was haben wir da noch? Ah so, Breitreifen. Breitreifen, was hilft mir das? Muss ich die haben? Nur, dass der wuchtiger aussieht. Breitreifen und Gewichte? Zwillingsbereifung? Nee. Heiliges. Pflegebereifung, ja, das macht man natürlich, wenn man hier diese Fruchtzerstörung anhat, dann braucht man das auch mal. Das ist aber ganz schön breite Pflegebereifung. Ne, aber das brauche ich eigentlich auch nicht.
Standard. Ich lasse das auf Standard. Frontlader an. Oh, Entschuldigung. Ja, dann nehme ich meinen Quickel. So. Klar, brauchen wir. Dafür haben wir ja so ein Ding. Und eben. Jo, ich glaube, das mache ich jetzt, ne? Ach so, und hier werde ich jetzt natürlich ändern. Wie viel PS hat der dann? 246. Dann schreibe ich hier. Ich komme hier nicht klar, ne, weil das so eine blöde Reihenfolge ist. Julia 246. Schreibt die PS-Zahl da einfach mit bei. So. Nur hinten? Nee. Ohne Kennzeichen vorn und hinten. Jetzt hat er das wieder weggemacht. Oh nein. J. U. L. I. A. 246. Oh, ich muss doch mal hingucken. Nochmal. Jetzt machen wir hier einen Strich. Und dann 2, 4, 6. Typ 2, vorn und hinten. Hauptfarbe? Hauptfarbe von was? Ach so, das ist die Farbe von der Schrift. Ja, schwarz. Klar. Kostet ja wohl hoffentlich nichts, ne? Ach, da oben. Julia 246. Ja. Was steht da? Juli A. Juli A. Naja, gut. Von mir aus. Soll ich jetzt machen? Ey, guck mal auf den Tacho. Ich bin schon 20 Minuten damit dran. Ja. Gerät kaufen. Ja. Steht beim Händler bereit. Ich hab's gekauft. Was haben wir noch? 100.000 noch. Was mache ich mit den 100.000? Leute, ich sag's euch, was ich damit mache. Also, Geld ausgeben werde ich auch noch, aber erstmal mache ich Folgendes. Wie viel gehen denn da rein? 2 Stück. Und 5 will ich verkaufen. Ne, 4. Dann müssen wir 2-mal fahren. Ja, dann können wir mit dem neuen Trecker schon ein bisschen rumfahren, ne? Hoffentlich ist der Tank voll. So, das Ding miete ich jetzt nämlich. Was ich noch machen möchte, ist ein Gewicht noch. Und der braucht ein bisschen mehr. Ich glaube, den habe ich, ne? Sollen wir den hier nehmen? Was hat der denn? 1100 Kilo, ne? Der hat 600 bis 1200, hä? 600. Ach so, das kann man verändern. 600, 650, 1,1 Tonnen. Das reicht auch, ne? Dann nehmen wir den noch. Kostet der Spaß 1150. Ja, komm hier. Weil der braucht auch sein Gewicht. Braucht man ja manchmal. So, was kostet eigentlich der Pflug? Den werde ich jetzt noch nicht kaufen, aber ich gucke jetzt schon mal, was der kostet. Wenn wir schon mal hier sind. Der Querneland. 23,5. Das ist natürlich schon. Pff, ja, geht noch. Ne? Was ich jetzt machen könnte, wäre den Sammelwagen schon kaufen. Aber. Wieso bin ich denn jetzt hier? Ich kann jetzt aber. Dahin springen, Leute. Da ist er. Oh. Wo ist denn das Gewicht? Ah, das steht da. Wollen wir mal anmachen, die Karre? Jetzt mal reinsetzen hier. Er sieht schon anders aus als dieser Zettel, wo drauf steht, nicht abspringen, wenn du kippst. Obwohl, das steht hier bestimmt auch irgendwo. Was haben wir denn da noch? Ich mach mal den Motor an. Damit dieser Schriftzug auch weggeht. Naja, das ist das, wo ich letztens von gesprochen habe. Mit GPS und Firlefanz und Schnickschnack. Mit Joystick. Hört sich gut an. Ach, jetzt muss ich hier von meinem Lenkrad den Schaltknauf rantun, weil ich kann jetzt nämlich, glaube ich, ich habe das so eingestellt, sonst muss ich das machen. Das mache ich dann aber zwischen den Folgen, dass ich damit Vorwärts-Rückwärtsgang einstelle. Er ist aber so weit weg, ich muss den erstmal eben hier heranholen. Das mache ich jetzt mal eben. Na komm. Aua. So.
Wo ist er? Hier. Schraub, Schraub, Schraub. Und so, da auch. Mal gucken, vielleicht klappt das ja schon. Oh, Licht. Wie geht das mit Licht? Geht doch auch, ne? Ach, das war F, ne? Ja. Okay. So. Wenn ich jetzt so mache, das funktioniert. Also dann... Ja. Und wenn ich jetzt Leertaste, fährt er rückwärts. Ach. Ah, jetzt kann ich auch mit meinem Schalter hier. Jetzt muss ich nicht mehr die Leertaste drücken. Ich habe hier meinen Schaltknauf und kann damit vorwärts rückwärts. Ist das schön. Ja, wie ist der Tank? Der ist voll, so gehört sich das. Oh, ich kann ordentlich schalten. Leute, der neue Trecker. Ist noch kein super Kraftmonster, aber ist das schon eine ganz andere Hausnummer, oder nicht? Hier ist so ein bisschen düster, ne, weil so bewölkt ist. Mach ein bisschen Licht an. So. Der hat ja auch, ja, der hat den Quicke. Dann können wir da nämlich auch mal eine Schaufel kaufen demnächst. Irgendwann brauche ich die. Alles so schön neu. So, und jetzt gehen wir noch Pferde verticken. Jetzt muss ich mich erstmal umgewöhnen, dass ich jetzt ordentlich Rückwärtsgang reinhauen kann und nicht mehr die Leertaste brauche. So, dann lass dich mal anlegen. Zack. Yep. Mal gucken, wie das dann geht. Vorwärtsgang rein. Oh, dann werden wir da jetzt schön... Wo ist denn der Kilometerstand? Haben wir nicht. Wir haben nur... eine Zeit, ne? Da beim Tacho von dem Hut unten, da steht ja meine Geschwindigkeit, 53 kann ich maximal fahren und die Betriebszeit, 0 Stunden, 0 Stunden, 0,0. Oh, Weihnachten. Ja, kommt sogar bald hin, haben wir schon Dezember jetzt. So, wollen wir Vollgas fahren hier. Ja, schneller. Und nicht gemietet, das ist meiner. Und jetzt haben wir noch den anderen, den haben wir ja auch noch, ne? Und dann können wir auch mal so ein bisschen Helfer mal vielleicht losschicken, dass ich nicht alles selber machen muss. Herrlich. Das war überwiegend der Salat, ne? Der mir den Trecker eingebracht hat. Ja. Ist das schön. Wa? Ach ja. So. Ich mal gucken. Habe ich denn jetzt schon 7? Nee, ne? Habe ich da letzte Nacht geguckt. Wie viel ist das hier jetzt? Muss ich mal eben hier gucken. Lass den Motor laufen. So. Möbel 1113 sind da noch. Heißt also 6 Paletten, ne? Mhm. Die 5, also 6 Paletten. Wie ist das mit dem Preis? Möbel, Möbel, Möbel. Ja, der ist auf dem Weg nach oben, aber hätte die 6000 noch nicht erreicht. Das ist auch nicht zu erwarten. Der geht noch weiter runter, aber jetzt erstmal ist er auf dem Preis auf dem Weg nach oben. Ja, dann lasse ich die halt stehen. Da kenne ich jetzt auch nicht. Oh, das sieht doch schon ganz anders aus hier. Ja. Yeah. Weiter. Jetzt kommt die moderne Landwirtin hier mit dem super hochmodernen Trecker angefahren. Und niemand sieht's, weil ich seit Jahren alleine hier rumhantiere. Naja, ihr seid ja auch dabei. Immerhin. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich denn da jetzt am besten vorfahre, damit ich da Pferde rein verfrachten kann. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Werden wir jetzt ja wohl rausfinden, hoffe ich. Ich habe das mal gemacht in der 19er Version, glaube ich, aber das ist lange her und das ist ja vielleicht auch anders. Ja. So.
Hier, ne, oder? Bis jetzt sehe ich hier nichts. Ist auch keine Markierung. Wie auf dem Zaun. Nee. Da war auch gerade, nee. War auch gerade nichts, ne? Jetzt mal zurückfahren. Kommt dann irgendwas? Da, R, Tiermenü öffnen. Ja, genau. So. Das habe ich. Wie kriege ich den jetzt da rein? So? Nee. Das ist so ein bisschen tricky. Transportgebühr oben? Nein. Das brauche ich ja nicht. Ach, den habe ich jetzt... Verstehe ich nicht. Jetzt hänge ich irgendwie fest. Das geht nicht, das geht nicht. Ich kann auch nicht woanders hier. Ah. Warum steht das da unten so versteckt? Ja, in den Anhängerladen. Wupp. Okay, jetzt geht noch eins rein. Doppelklick in den Anhängerladen. Ja. So, jetzt ist der Anhänger voll. Gehen ja nur zwei rein, ne? Oder? Wenn ich jetzt mal hier sage... Hä? Jetzt sagt er mir, dass nicht genügend wäre. Okay. Gut, dann gehe ich zurück. Jetzt habe ich die beiden Tiere da drin, ne? Na, fahren wir mal vorher. Jetzt. Oh, ich muss nicht mehr auf die Leertaste. Ich kann jetzt meinen Schaltknöppel benutzen. Wie schön ist das? Ist ja wie beim Eurotruck. Nur, dass ich da eigentlich selten in Außensicht fahre. Habe ich nur in dem Film mal kurz gemacht, aber da wäre ich auch bald in die Planken gerast. Und soll ich euch was verraten? Ich bin in die Planken gerast, aber das habe ich dann natürlich rausgeschnitten. Glaubt mal ja nicht, dass ich mal ganz gemütlich die Tour gefahren bin in dem Film hier, das Schicksalsfette Beute. Nein! Das waren so ein paar Drehtage, wo ich das Zeug zusammengesammelt habe dafür. Ist aber ganz schön geworden, wie ich finde. Hat auch Spaß gemacht. So. Und jetzt fahren wir zum Tierhändler, dann fahren wir nochmal zurück. Das ist jetzt so die, ja, neue Trecker-Spazierenfahrt. Ja. Naja, das ist jetzt ein bisschen schneller als der andere Trecker, aber so wahnsinnig schnell ist das auch nicht, ne? Ich denke mal, wenn ich 60 fahren könnte, das wäre dann sogar 63, dann würde man das schon eher merken. Aber ein bisschen schneller als der andere Trecker geht es ja dann doch. Ach ja. Da sind wir gleich schon da. Merkt man dann eigentlich, dass das schneller geht? Ist nicht so viel, ne? Was fährt der andere? 40, ne? Oder 41 oder so. Naja. Aber ich habe keinen Bock mehr, jeden Tag immer auf 5 Pferde zu reiten. Tut mir furchtbar traurig. Da habe ich einfach keine Lust zu. Ja. Aber ich habe da jetzt irgendwie dann am Ende so 200-300 Euro gespart, dass ich die nicht direkt verkauft habe. Mehr nicht, ne? Wenn ich die Miete bedenke. Aber... Ja, ich will ja auch ein bisschen rumfahren. So, Tiermenü öffnen. Quack. So, die beiden habe ich drin. Hier, Preis. Verkaufen. Ja. Verkaufen. Ja. So. Ja. 102.000, jetzt fahre ich wieder zurück, hol die nächsten beiden. Ja, das machen wir heute so. Der neue Trecker! Ich hätte vielleicht das Feld noch gar nicht pflügen sollen. Hätte ich das jetzt mit dem neuen Trecker machen können. Hätte ich den großen Flug vielleicht schon gekauft und dann auf wie geht's, ne?
Naja. Das wird schon. Kann ich auch jetzt dann recht zügig ins Frühjahr kommen, weil da muss ich ja nicht da jedes Mal 5 Pferde reiten. Weil das dauert ungefähr 10 Minuten. Und wenn ich dann 2 Tage weiterschalten will, dann muss ich für heute reiten, 10 Minuten, auf den morgigen Tag weiterschalten. 10 Minuten sind wir schon bei 20 Minuten. Auf den nächsten Tag weiterschalten, 10 Minuten. Dann habe ich schon eine halbe Stunde hier nur im Kreis geritten, nur um 2 Tage weiterzukommen. Das ist schon, boah. Und so viel bringt das auch nicht mit den Pferden. Naja, gut. Aber schön ist es schon. ...0,1 Stunde hat er jetzt Betriebszeit. Ist nicht mehr neu. Passe ich damit auch da durch? Müsste eigentlich, ne? Das kommt auch noch weg hier. Da kommt eine ordentliche Halle hin. Aber ich glaube, das dauert noch. Das dauert noch. So. So, Royal. Einladen. Und Kapusta. Jo, Kapusta. Kapusta-Schuster. Einladen. Ja. Okay. Jetzt ist nur noch da ganz alleine mein Mufasa. Oh ja. So. Und dann geben wir auch direkt den Anhänger wieder ab. Und dann kann ich auch direkt hier den Sammelwagen abgeben. Ich könnte ihn ja nochmal benutzen, ne? Bevor ich den anderen kaufe, oder? Ah, ein ordentlicher Trecker. Wie geil ist das? Und alles verdient mit meinen eigenen Händen. Und den Maschinen. Ja. Und nicht hier irgendwie gut bezahlte Lohnarbeit. Nee, 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 nee. Salat gezüchtet, bis der Arzt kommt. Und der kam. Und nicht nur einmal. Und was hat er gemacht? Eine dicke Rechnung mitgebracht. Naja. Ja, jetzt ist die Strecke doch schon ein bisschen kürzer, meine ich irgendwie. Ja, ich habe das nicht gestoppt, aber so vom Gefühl her meine ich, die ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, weil wir ein bisschen schneller fahren können. Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt den Wagen zurückgeben würde? Würde der melden, du kannst den nicht zurückgeben, weil da Tiere drin sind? Oder würde der sagen, okay, zurückgegeben, die Pferde sind wieder bei mir im Stall. Edge. Denke ich mal, ne? So. Aha. So. Okay. Verkaufen. Ja. Ja. Und verkaufen. Ja. Ja. So, jetzt haben wir wieder 106.000 auf der Uhr. Und jetzt gebe ich noch den Wagen zurück. Kann ich ja hier machen. Zurückgeben. Ja. Okay. Jetzt könnte ich eigentlich den... Ich wollte ja auch jetzt bald mal ein bisschen mähen. Das kann ich auch mit dem kleinen Trecker machen. Mal gucken. Will ich jetzt noch irgendwas kaufen? Ich habe ja jetzt den Trecker gerade hier irgendwann, was ich jetzt schon zum Hof ziehen kann. Ne? Ich könnte zum Beispiel hingehen und könnte jetzt den Pflug kaufen.
Den, aber den brauche ich ja jetzt erstmal eigentlich noch nicht. Wenn ich aber wirklich Rasen mähe, ne, dann kann ich den Ladewagen gebrauchen, ne? Ich habe aber die Walze immer noch nicht gefunden. Wo sind die eigentlich? Da wollte ich doch mal gucken, weil die brauche ich ja auch demnächst. Im Moment vielleicht noch nicht unbedingt. Da war doch auch so was, dass ich die gar nicht machen konnte wegen der Walzen hier. Wegen dem PS, ne? So, das sind die kleinen hier. Ja, 160 PS. Jetzt wird das gehen. Ne? Was kostet dann eigentlich, wenn man die mietet? 2000, ja. Bringt auch nicht so viel. Also die muss man schon selber haben, wie ich finde. Ja. Ich finde den Krampe auch nicht so schön, ne? Sondern Anhänger, Düngerstreuer. Ach so, den muss ich ja auch haben. Hier. Da wollte ich eventuell den kaufen, ne? Ach, was ich alle kaufen will. Miststreuer, Güllefässer. Wo sind die normalen Anhänger? Hier. Genau. Weil den Krampe, den finde ich von der Form her absolut oll. Und das ist hier mit so einer Deichsel. Da kann ich nicht mit umgehen. Ich muss schon hier so weit haben. Gottchen. Du liebe Güte. Oh je. Ah, hier. Ist Strautmann. Das ist der Autoloader, ja. Das hier. Die kann man auch gut nehmen hier. Moment mal. Das wäre dann wie? Das ist auch für Schüttgut. Ich gucke mir den mal eben an noch. Reifenvariante interessiert mich jetzt gar nicht. Konfiguration hier. So. Abdeckung ja. Dann kostet der 13,5. Den werde ich mir vielleicht dann mal nehmen. Was hat der denn für ein Volumen dann? Steht das hier irgendwo? 12 Kubik. Der ist ein bisschen kleiner im Volumen dann. Der kostet aber nicht so viel. 13,5. Da arbeite ich ganz gerne mit. Und wenn man dann später irgendwo ernten geht oder so, dann kann man dann noch den anderen hinten dran hängen. Also 13,5 und das wäre dann, muss ich mal eben gucken. Ich weiß nicht, ob der passt hier. Den kann man dann noch dranhängen. Aber gibt es da auch andere für? Lass mal eben. Und ne, die waren das hier, die ich mir geholt habe. Hier den hier. 31. Boah, wer kann mehr, ne? 18,5, ja. Und den dann hinten dran. So ein Doppelzug. Das wäre vielleicht mal, was ich später mal noch machen möchte. Muss ich mal gucken. Ja, geht natürlich dann auch schon ein bisschen ins Geld, ne? Das ist so. Aber den Sammelwagen werde ich wohl schon holen, wa? Oder den Streuer. Ich glaube, als erstes kommt das mit dem Streuen. Ich kann den Sammelwagen ja noch benutzen, den ich da stehen habe. Genau. Und dann sollte ich vielleicht lieber hier. Ich glaube, das wäre besser, ne? Düngerstreuer. Der kann ja auch Kalk. Der, ne? Wie breit streut der? 12 bis 18 Meter. Der auch. Bis 14.000 Liter. Ja, der hat ein bisschen. Das ist doch gar nicht nötig. Der hier, da reicht doch der. Kostet 45.000. Aber den brauche ich sowieso irgendwann, ne? Ich warte erstmal noch. Ist egal, sonst muss ich halt nochmal fahren hier, ne? Ich warte erstmal noch. Ich denke mal, dass ich jetzt wohl als nächstes mal so ein bisschen Rasen mähe, noch ein bisschen Heu machen. Und, ja. Weil irgendwann muss ja auch mal ein neuer Mähdrescher dann kommen, weil der kleine, der ist jetzt auch nicht so der Pralle. Aber ich glaube, bevor ich anfange, an für einen Mähdrescher zu träumen, sollte ich ja erstmal die Geräte, die ich da habe, austauschen in gekaufte, ne? Ich glaube aber, mein Quicke Frontlader und auch meine Gabel habe ich schon gekauft. Ne? Da muss noch so eine Schaufel mal kommen. Braucht man auch irgendwann. Naja, sind wir auf jeden Fall erstmal einen Schritt weiter. Ich gucke mal auf Taro. Johoho, die Zeit ist ja schon um. Da haben wir uns aber Zeit gelassen heute damit. Ne? Und ich brauche nur noch ein Pferd reiten am Tag und nicht fünf.
Sorry, aber das ist mir ein bisschen affig geworden mit der Zeit. Das war mir zu viel. Ja. Oh, schön. Endlich. Folge, was ist das? 68 jetzt, ne? Oder 69 sogar schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, herrlich, Leute. Schön. Ja, das habe ich mir aber auch so vorgenommen, dass ich dann den Kauf da so ein bisschen zelebriere. Dass wir so ein bisschen da rumhängen in den Verkaufsräumen und so ein bisschen noch gucken und vergleichen. Das habe ich jetzt schon. Also das musste sein. Oh, und keine Leertaste mehr drücken für den Rückwärtsgang. Ist das schön. Gut. Ja. Dann geht's morgen wieder weiter mit Business as usual. Ist das Licht aus? Nee. Aber jetzt. Ja. Da ist er. Und nicht gemietet, ist meins. Yay! Mein Träger! Gut, dann geht's morgen weiter mit Business as usual. Da steht ja noch der Sammelwagen. Ich denke mal, dass ich jetzt wirklich so ein bisschen Rasen mähe, noch ein bisschen Heu mache. Ich hatte auch schon immer mal Kommentare gekriegt, so von wegen, hol dir doch den Fermenter, dann machst du Silage, kannst du auch gut mit verdienen. Ja, könnte ich. Mal gucken. Weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall sollten noch mal wieder ein paar Erweiterungen, Veränderungen kommen. Was mir so ins Auge sticht, was mir noch so ein bisschen wehtut, dass diese olle Bretterbude noch steht, in dieser olle Zaun. Da hätte ich ja so gerne den ganzen Krempel weg in eine schöne, gute, gemütliche Halle für meine Geräte und dann ein Haus. Auch wenn es erstmal noch das Kleine ist, dann da drüben hin und die Gewächshäuser weg, dass man so langsam das auch mal ein bisschen wohnlich macht. Und irgendwann mal Geld in die Hand nehmen, um ein bisschen Deko zu kaufen, Zäune machen, Zugänge pflanzen, richtig schick und schön Bäumchen setzen, dass das wohnlicher wird. Ne? Gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, gerne Like da lassen. Auch die Kommentare in allen Variationen immer gern gesehen. Bis dann, bye bye und tschüssi.